So, hallo ihr Lieben, Christian Schmeier hier, Paderborn Beziehungscoach. Kaufen, wenn ihr Unterstützung haben wollt auf eurem Weg in echte, liebevolle 5D-Beziehungen, raus aus dem Ego, geht auch nicht nur um Beziehungen, also, naja, guckt einfach mal rein, geht auch um Gesellschaft und welchen großen Zusammenhang das alles ist. Aber genug, kommt sonst zur Lesung. Und es, wenn das Video jetzt noch zu Ostern rauskommt, bin ich mir nicht so ganz sicher, gibt es da einen Code Ostern 20 für 20% auf meine Kurse in der Kaufabwicklung auf Liebeschip, wenn du dich noch nicht kennst. Kurse rund um Dating, Beziehung, Verlustangst, Bindungsangst, Spiritualität, nice, geiles Leben, Manifestationen und so weiter. So, wir haben hier eine sehr, wie ich finde, fand ich spannende Frage, wo ich gerne mal was zu sage. Hallo lieber Hemschi, schon länger verfolge ich deinen Kanal auf YouTube, wo du E-Mails auswertest und noch ab und zu andere YouTuber kommentierst. Zu diesem Video würde ich deine Meinung sehr interessieren, da ich immer noch an die wahre Liebe glaube, den Mann auf Augenhöhe und dass er gleichzeitig auch dein bester Freund sein kann. Ich will mal ganz allgemein sagen, Leute, wenn ihr Videos guckt oder auch irgendeinen anderen Content konsumiert, wo auch immer der herkommt, und ihr fühlt euch damit nicht wohl, ja, könnte ich jetzt fast sagen, dann glaubt auch nicht dran, so es sei denn, es ist, dass euch jemand sagt, 1 von 1 ist 2 und ihr glaubt nicht dran, oder die Erde ist eine Kugel, oder die Mondlandung hat nicht stattgefunden, oder was weiß ich für verrückte Sachen, das hatte ich neulich, dass welche über die Mondlandung berichtet haben, drunter geschrieben haben, bitte, bitte schreibt nicht mehr, was für die stattgefunden hat. Die Welt ist so verrückt geworden. Aber ich komme ab, also wenn euch Content nicht resoniert mit euch, ist genau wie mit Essen, wenn du irgendwas isst und dein System sagt dir, es tut mir nicht gut, würdest du es ja auch nicht mal wieder essen. Und wenn du sagst, wenn ich einen Content gucke, wo gesagt wird, man kann nicht befreundet sein mit meinem Partner, was ich völligen Irrsinn finde, by the way, völligen Irrsinn, weil das ist genau, aus meiner Sicht genau das Gegenteil, dass wir natürlich, das sage ich auch immer wieder, es sagt einfach auch die Wissenschaft, dass Beziehungen, wo es einen starken freundschaftlichen Aspekt gibt, dass sie einfach länger halten. Jetzt kann man natürlich sagen, ich will unbedingt immer Rambazamba, Dreiecke, Vierecke, Fremdflirten, Fremdgehen, Sex mit Fünfen, hätte ich fast gesagt, Sex mit, ach, lassen wir das. Also diesen ganzen Scheiß kann man alles machen, hat aber nichts mit langfristigen Beziehungen zu tun. Und natürlich wollen wir auch Chemie haben. Das ist eben die Meisterschaft, eine Beziehung zu haben, in der man Chemie hat, körperliche Anziehung und befreundet ist. Und das ist eigentlich schon ein gesunder Menschenverstand. Und wenn ein Video dir sagt, dass es nicht in Ordnung ist, dann glaubt das nicht. Und ich sage das als jemand, der da auch echt Schwierigkeiten mit hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Das liegt auch viel, glaube ich, an meiner katholischen Erziehung, dass wenn mir manchmal, mir geht das bis heute manchmal so, dass ich höre irgendwas und es wird irgendeine absurde Meinung total frontal und selbstbewusst vertreten, dass ich dann auch immer im Moment denke, vielleicht könnte was dran sein, vielleicht würden wir wirklich alle von Exen regiert. Nein, Spaß. Also das war jetzt nur ein Witz, aber also oder irgendeine Meinung zu psychologischen Sachen und ich dann denke, das wird so vehement vertreten, ist da vielleicht was dran, obwohl, ja, das ist dann manchmal so der gesunde Menschenverstand einfach ausschaltet. Das kann ich total verstehen. So, ne? Ich selbst hatte schon eine 9-jährige Beziehung, wo ich auch verheiratet war. Meine letzte Beziehung war 7 Jahre. Ich bin jetzt in den 40ern und war, bis ich 30 war, alt war, auch glücklicher Single, außer ein paar kurzen Beziehungen. Wenn nach mehreren Gesprächen meist am Ende meiner Beziehung keine Änderung kam, was versprochen wurde vom Partner, habe ich diese beendet. Ja, das sage ich ja auch immer. Da ich auch gerne selbstständig bin, eigene Hobbys und Freunde habe. So soll es sein. Ne? Soll alles eine Option sein. Ne? Aber auch alles für meinen Partner gemacht habe, wenn er mich gebraucht hat. Wunderbar. Nur leere Versprechungen gehen mir gar nicht. Dann soll man es gleich sein lassen. Ich weiß auch, dass mein Partner mich nicht glücklich machen kann. Nur ergänzen und mir das Leben gemeinsam genießen. Danke für all deine Arbeit und echt schlimm, was viele Menschen, die dir schreiben, sich gefallen lassen, weil sie hoffen, endlich die wahre Liebe gefunden zu haben. So, dann ist ein Video verlinkt, was ich gewünscht habe, dass ich das kommentiere. Ich werde es jetzt mal nicht so, wie ihr es kennt, live kommentieren. Aber ich habe mal reingehört und das war wieder eins von diesen Red Pill Videos und das ging wieder gleich los, dass die meisten Frauen Schlampen sind und also ich kann diesen Kram echt nicht mehr hören. Das ist,
Und das Schwierige ist, dann hört man länger rein in so ein Video und dann kommen kurz nach so, wie ich finde, frauenfeindlichen Aussagen, kommen Sachen, wo ich sagen würde, ja, stimmt, absolut richtig. Und das ist mein Problem mit dieser Red Pill Community, dass sie immer wieder, ich rede ja auch viel von Polarität und so, dass sie immer wieder Sachen aufnehmen, die richtig sind, aber dann dazwischen Sachen sind, wo einem einfach der Atem stehen bleibt, wo man denkt, boah, ey, das kannst du nicht ernst meinen. Und ich habe nochmal drüber nachgedacht, was mich da eigentlich so dran stört. Also mich stört, glaube ich, so dran, dass es so herzlos ist, dass es kein Herz hat irgendwie, ne? Das ist so kühl, so bam, 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 jetzt lass uns so die Frauen so und so daten und Frauen wollen so und so behandelt werden, sei nicht mal so scheiße nett und so. Und da ist immer so ein irgendwas drin, was, glaube ich, gehört werden will und gleichzeitig kommt es aber so herzlos rüber, weil es häufig immer frauenfeindlich ist. Das ist einfach so. Ne? Und was mich ja immer stört an Red Pill Videos, dann denke ich immer, manche machen das ja, das finde ich auch gut, aber denke ich mir immer, hey, wenn du so eine große Fresse hast, dann zeig doch mal die Frauen, die du aufgerissen hast mit deinen Methoden, ne? Irgendwie, weil das wird immer so, ja, super cool, mach das und mach das. Und dann denke ich immer, ja, wo ist denn deine Freundin? Können wir die mal sehen? Also, aber gut, das ist vielleicht nur mein Ego. Warum gibt es diese Red Pill Videos? Das ist natürlich, weil das, ich kann verstehen, warum es die gibt und es wird es die auch immer geben, solange wir so einen gesellschaftlichen Diskurs ist, der alles einebnen will, wo wir in Medien ein Verhalten sehen von Männern, was wirklich luschenhaft ist, nicht funktioniert, Männer sich klein machen, wie gesagt, Unterschiede zwischen Menschen kleingeredet werden und männliche Polarität kleingeredet wird. Und natürlich entwickelt sich dann eine Szene darum, weil da gibt es zu jeder Bewegung gibt's eine Gegenbewegung. Und die hat auch ihre Berechtigung. Und es gibt auch Red Pillar, die ich mir auch ab und zu mal anhöre. Wie gesagt, das ist so meine Hassliebe zu dieser Bewegung. Aber ich werde hier kein Video kommentieren, was gleich schon so frauenfeindlich anfängt. Und da würde ich euch auch raten, wirklich, man kann sich ja aus allem, ich meine, wenn man Sachen konsumiert, muss man ja auch immer irgendwas ausscheiden, sag ich mal. Also man kann sich die ganzen Sachen da rausnehmen, aber lasst euch nicht verführen zu sowas Herzlosen. Also wir haben wirklich viel zu viel Herzlosen in dieser Welt und davon brauchen wir echt nicht noch mehr. By the way, neue Dimension der Liebe, da geht es eigentlich darum, mehr ins Herz kommen. Aber gut, habt das ja schon in einem Videos gezeigt. Und bevor ich es vergesse, neben dem Code habe ich schon gesagt. Also lasst euch da nicht reinziehen in dieses Herzlose. Für mich ist diese Red Pill Bewegung manchmal das Pendant zu, bei Frauen, diese Bewegung von alle Männer sind scheiße, alle Männer sind Narzissten, du musst Männer so und so bespielen, alle sind böse und müssen aufgedeckt werden. Das ist manchmal ähnlich herzlos und man kann verstehen, wo es herkommt, weil das bestimmt viele Menschen sind, die sehr verletzt worden sind in Beziehungen. Und ich kenne auch so Tage und Phasen in meinem Leben, wo man einfach denkt, wow, die Welt ist so fucking schlecht irgendwie, ne? Und will mich nur noch schützen und nur noch mauern und nur noch, ich kenne auch so Tage, wo man sagt, ey, weiß ich nicht, offensichtlich wird schlechtes Verhalten so belohnt in dieser Welt, warum versuche ich mich eigentlich nett zu verhalten? Das macht doch gar keinen Sinn. Und das ist echt tricky. Ich habe da auch keine richtige Lösung für, weil man sieht ja, dass Menschen, die einfach ihr Ding machen, sehr weit kommen damit. Also auch auf eine negative Weise ihr Ding machen. Nur da ist auch schon wieder drin, das ist genau das Gleiche wie mit männlicher Polarität und Frauenfeindlichkeit. Also du kannst voll in deiner Power dein Ding machen und erfolgreich sein und trotzdem im Herzen sein. Und darum geht's, glaube ich, ne? Und Menschen, die erfolgreich sind, also das Universum belohnt, glaube ich, vor allen Dingen Menschen, die wirklich richtig mit, oder was heißt belohnt, wie soll ich das mal sagen? Oder sagen wir mal so, dass man hat Erfolg in dieser Welt, wenn man richtig mit von sich überzeugt ist und sein Ding macht. Aber das nutzen natürlich manche auch für Dinge, die vielleicht ein bisschen shady sind und nicht, wie soll ich mal sagen, oder verkaufen Dinge, die nicht funktionieren oder locken einen in irgendwas rein, damit du das Geld da lässt irgendwie und ob jetzt bewusst oder unbewusst. Und
Also, und aber gut, kriegen wir wieder den Weg zurück zu Dating. Also es ist völlig in Ordnung, wenn du voll in deiner Power bist als Mann und in der Polarität bist. Aber das heißt nicht, dass man herzlos sein sollte. Und deswegen finde ich immer, man sollte ja mit diesen Extremmeinungen sollte man wirklich gucken, was man da rausziehen kann. Aber wie gesagt, weil es in der Gesellschaft so negiert wird, diese eine positive Männlichkeit und so, kann ich verstehen, dass sich da so eine Bewegung entwickelt und auch in dieser Bewegung viel Richtiges gesagt wird. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Aber so, wenn es dann herzlos wird, ich glaube, dann bringt es uns nicht weiter Richtung 5D und echter Liebe und na, soll ich mal sagen, meiner Vision, dass wir wirklich hier ein irdisches Paradies kreieren. Das führt uns nicht dahin. Ne? In diesem Sinne freue ich mich über eure Kommentare. Abonniert meinen Kanal. Lasst mir gerne ein Like da oder auch eine Kanalmitgliedschaft. Freut mich auch sehr. Und wir sehen uns bald wieder.